als ich 16 war, also in unserem Umfeld von wegen hier mal lesen oder so weiter, das gab es ja nicht. Die Zeitungen, wir mussten die Zeitschriften nehmen, die angeboten wurden. Also man hätte ja gerne mal ein schönes Buch, ein Schmöker oder irgendwas, aber das war nicht möglich. Und wenn man sie gekriegt hat, naja, dann wurden sie endlich abgenommen. Also das durften wir eben nicht lesen. Das war eben nicht gegeben. Ansonsten haben wir Radio und mussten uns mit dem informieren, was eben so zu der Zeit möglich war. Und Fernsehen und sowas gab es ja noch nicht. Als ich 16 war, da haben wir im Osten Ostfernsehen gehabt und haben auch teilweise versucht, Westfernsehen zu gucken. Wir haben Bücher gelesen. Meine Hobbys: Schwimmen, im Winter Schlittschuh laufen und vor allen Dingen, ich habe gerne genäht, ich wollte eben Schneiderin werden. Bin ich gerne Fahrrad gefahren, Sportarten jeglicher Art, unter anderem Fußball. Also mit Ausgehen und umher war nicht viel. Wir mussten ja arbeiten. Und dann hat doch Ulrich oft gepasst. Also wir durften dies nicht, wir durften das nicht. Naja, und dann eben wie gesagt, FDJ gehen, das wollte ich nicht. Also bin ich zum Bauern, aufs Land, zum Arbeiten gegangen. Na, und da war man dann eingebunden. Und da war denn nicht viel, naja, mal ein paar Freunde. Da war ich Einzelgänger. Es hat mich mal gestört und mal nicht. Ich war arbeiten früh und deswegen hatte ich teilweise auch keine Lust, mit Freunden abzuhängen. Und wir mussten uns auch ja in dem System einfühlen, das Ulbricht uns vorgeschrieben hat. Also konnten wir nicht machen, was wir wollten. Und da musste eben jeder selber sehen, wie er zurande kommt und sich das Beste aussuchen, wie man sein Leben gestaltet. Und ich mit meinen Freunden im Pankow rumgehangen habe und wollte bei ihnen nach Hause kommen, da musste ich einen Passierschein oder ähnliches ausfüllen, um bei ihnen in eine Wohnung zu kommen, weil das an der Grenze war. Und es gab manchmal Schwierigkeiten, weil man Angst hatte, dass man flüchten wollte. Und das war nicht schön für uns Jungs. Und wir haben uns trotz allem mit allem abgefunden. Als ich 16 war, begann das Leben. Man musste arbeiten gehen und versuchte eben sein Hobby. Was heißt Hobby? Ich wollte gern Schneiderin werden. Das ging nicht. Da hätte ich die höhere Schule besuchen müssen und das war nicht möglich. Also blieb die Landwirtschaft. Erstmal ein Pflichtjahr nannte man das, beim Bauern arbeiten. Naja, so ungefähr von früh um 5 Uhr bis abend um 8 Uhr, das war maßgebend. Habe ich hier meine Lehre begonnen. Ich habe Kabelmechaniker gelernt und Lagerist. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich mich entschieden, wegzuziehen. Wir waren vom Dorf und kriegten für die Stadt, also im stattlichen Betrieb, keinen Zuzug. Als ich 16 war, das ist mein Kiez. Hier habe ich meine wilde Jugend verbracht. Das ist Oberschöneweide und es hat sich sehr viel geändert hier.